Ey Leute, was geht? Ketzer, grüßt euch zu einem weiteren Part von Don't Starve. Heute wieder mit Oktay. Ey, Angelo, du leckst gerade richtig. Ja, das tut mir leid. Wahrscheinlich ist meine Mom gerade am Skypen oder so. Ist mir aber auch gerade irgendwie relativ gleich. Hallo? Hallo? Hallo, hallo? Ist da am anderen Ende irgend so ein Gesichtskünter? Nicht was. Nee. Kann man nicht irgendwie noch so eine Schaufel machen? Ey, jetzt fängt das hier an zu pissen. Das ist unglaublich, Alter. Regal Shovel. Yo. Okay, potenziell können wir jetzt erstmal die ganze Nacht hier warten und kurz uns ausruhen. Ja, ich warte und ich warte und ich sterbe. Deswegen schnell nochmal Feuer hier nachholzen. So, bitte. Vor allen Dingen nachholzen. Das passt ja bei Feuer auch, wenn man Holz reinlegt, ne? If you know what I mean. Digga, Ja. if you know what I mean. Bester Spruch, Alter. Ja, so irgendwie. Irgendwie funktioniert das jetzt hier gerade nicht so, ne? Rumzulaufen. Ist scheiße, wenn es nachts ist, ne? Könnte man natürlich ein bisschen dran rütteln, aber was bringt's? Gar nichts eigentlich. Ja. Ey, wir haben schon jetzt gleich 9 Tage. Nee, wir sind jetzt am 9. Tag, haben also. Jetzt müsste da doch schon Day 9 stehen. Warum steht jetzt immer noch Day 8 da? Das ist doof. Okay. Wir haben anscheinend 7 bis 8 Tage überlebt. Ja. Also schon mal jetzt. Das ist schon mal eine gute. Aua, 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 aua. Ich brenne, ich brenne! Warum Alter! brennst du? Ich brenne, was kann ich machen? Das ist, Er brennt ehrlich. Kannst du was zu essen, Alter? Ja, habe ich. Zwei Karotten. Ja, gib bitte. Junge, ich sterb gleich. Es bringt auch nichts. Ich habe noch ein paar Pilze. Welche? Einen roten, drei grüne, sechs blaue. Wundervoll. Kannst du mir die Grünen und die Roten geben, wenn du die nicht brauchst. Zwei Grüne kann ich dir geben und einen Roten kann ich dir auch geben. Gut. Ja, bester Typ. Ich glaube, hier in der Kiste waren auch noch Rote, ne? Ja. Hä? Warum heile ich mich dadurch nicht mehr? So. Danke. Ey, normalerweise heilt man sich durch die Roten. Das ist richtig doof irgendwie. Ey, meine Gesundheit ist einfach am Arsch. Was mache ich denn jetzt? Das Leben regeneriert sich vor allen Dingen nicht mehr. Mann, das ist scheiße. Und wenn ich jetzt ein, zwei Schläge kriege, bin ich weg. Deswegen, das ist das Problem. Don't starve, nicht verhungern. Aber das Problem ist ja, wenn man auf die Schnute gekriegt hat, dann sieht es nicht so gut aus. So 30. Nein, das wollte ich nicht essen. 31, okay. Das ist verdammt riskant, Alter. 32, ja, die bringen kaum was, ey. Ohne Scheiß. 33, okay. Gut. Ich glaube, wenn ich mich hier vollfress, dann bringt es sogar was. Die Beeren sind einfach mal grün geworden. Fast schon. So ein rot-grünlicher Braunton, irgendwie so richtig komisch. Kann man gar nicht beschreiben. Ist richtig seltsam. Ach ja. Sammeln wir noch ein bisschen was ein. Ja, Mann. So. Examine Boulder. Ach, da ist noch so ein Steindingen. Das Leben steht wieder auf 31. So, kurz noch was essen. Kann es sein, dass man sich nur mit vollen Magen regeneriert? 39. Weiß ich nicht. Ey, ich muss trotzdem versuchen, weitere Pilze zu finden. Ich habe voll die Arschkarte hier gerade. Leben ist down. Geistige Gesundheit ist down. Alles ist am Arsch, eher so richtig.
Junge, du bist auch dumm. Warum hast du die Pilze nicht zuerst gekocht, bevor du die ge... Ach, die habe ich dann schon gekocht Nein, gegeben, das Alter. Problem ist, ja, hast du. Das Problem ist einfach, dass ich gerade vom Blitz getroffen wurde und einfach mal 90% meines Lebens deswegen weg sind, weil ich eine ganze Zeit gebrannt habe, ohne auszugehen. Ohne Scheiß, ich wollte nur Beeren pflücken, auf einmal macht das so, tsch, der Busch brennt und auf einmal brenne ich auch. If you know what I mean, hey, das ist der Remix, hey. Wir nehmen einfach mal so am Stück 8 Folgen auf, auch irgendwie cool. So, wie sieht's denn aus, wenn ich was esse? 34. So, jetzt esse ich mal ordentlich was. Oh. 42. Ja, das bringt kaum was, ey, so richtig wenig. Ich kann noch Blumen essen, vielleicht bringt das was. Blumen. Ich glaube, du kannst sogar dein Leben ein bisschen regenerieren, wenn du Blumen isst. Man kann Blumen essen. Ja. Du kannst so einiges essen. WTF, Alter. Kannst bei SCP Containment Breach, bei diesem Automaten, der alles ausgeben will, kannst auch CUM eingeben und dann spuckt er das aus in so einen Becher. Ja. So ein richtiger Kampfshot in den Becher, so. So. Ach, das ist schon irgendwie lustig, muss man ja einfach mal loswerden, ne? Also ist wirklich so, ne? Also, you know what I mean. Ey, ich habe einfach mitten im Weg so einen grünen Pilz gefunden. Wie denn das? Keine Ahnung, da lag einfach Green Cap. Ich habe noch einen roten. Also ich mag ja die roten. Ja, die rot mit den weißen Punkten, ne? Ja. Ey, wir haben uns ohne Scheiß das übelste Ödland ausgesucht für unser Lager. Es gibt an anderen Stellen so viel. Ach, egal. Wir können ja auch ein paar Sachen ausgraben und einfach da reinpflanzen. Ja. Ey, geht's nur mir so oder ist hier irgendwie auf der Karte extrem wenig Gras? Also so dieses Gras, was man auch pflücken kann. Ach, da ist es schon wieder. Weed. Also hier Nee, war. Gras. Nicht Weed. Steht da so Hier, Gras. wo ich befinde, mal. Ja, hier, wo ich befinde, mal viel. Guck mal hier. Erstmal anzünden. Du müsstest mal in so einem Marihuana-Feld stehen und das dann so anzünden. Wolltest erstmal so, Na. ey, so. Hast gehört, es gab mal so einen Feuerwehrmann, der sollte mal in so eine Wohnung gehen, weil die dachten, das brennt da, ne? Auf einmal war das Snoop Dogg, der am Kiffen war, Alter. Jetzt echt? Ja. Oh Mann. Ich zünde das Ding jetzt auch einfach mal an. Ach du Scha. Ich bin tot. Ich bin ein gruseliger Geist. Ein Geist. Geist mit einem verkackten Bart, Alter, wo bist du? Ich bin ein fliegendes Ku Klux Klan Kostüm. Ja, Angelo, du kannst irgendwie ein Herz oder so benutzen, keine Ahnung wie. Komm zu meinen Sachen. Du könntest sie vielleicht gebrauchen. Also komm mal kurz her, warte mal. Wo sind deine Sachen? Komm mit, ich zeige sie dir. Ich bin der Geist mit dem Schnurrbart. Such dir, was du Fuck, willst. da kommt eine Killer Bee, Motherfucker. Ich weiß, die haben mir einen Stich gegeben, da war ich down. Wat? Ja. Mir geben die 20 Schaden. Ich bin immer hinter dir her. Ich verfolge dich durchgehend. What the fuck is this? Ich leuchte auch. Ey, Angelo, bring mich mal bitte zum Lager. Ich weiß nicht, wo das Lager ist. Mann, das ist schon so unnötig. Ey, ich kann das nicht mehr sehen, das Lager. Ich kann es nur ungefähr versuchen. Ey, doch, hier, irgendwie so. Warte, komm mal mit. Ich juck mich voll hier an der Nase, Digga. Das ist so unnötig. Komm, ey, Angelo, komm, ich nehm da, ich lass den Wurmloch gehen. Geht das? Weiß nicht, ich hoffe es mal. Die andere Welt. Komm ins Licht, Carol Ann. Nachts ist es irgendwie, ey, nach rechts oder so. Oder wo ist das Wurmloch? Weißt du, wo das ist? Nö, hier oben irgendwo.
Ich verfolge dich auch tagsüber. Du kannst dich nicht mehr selber sehen. Guck mal hier, ich hab Mushroom gefunden. Du bist jetzt auch ein Geist. Ich kann Sachen verhexen. Sehr cool. Oder heimsuchen sozusagen. Ich verhexe euch dafür. Ach du Scheiße, Junge, renn um dein What the Leben! fuck, Motherfucker, Alter? Ich hab den Bienenkorb verhext und dann sind die direkt auf dem Weg zu dir. Warum machst du das? Ich wusste das nicht. Ich war gerade am Handy. Hound Killer Bee. Was ist das denn, Alter? Chester. Du kannst den auch verhexen, ey, das ist ja Hammer. Chester ist so ein Vieh, das ist so eine springende Kiste, da kannst Sachen reinpacken. Deswegen auch Chester, weißt du, wegen Chest. Fuck. Ey, die Pilze verschlimmern dein Leben ja richtig, Alter. Ich weiß. Ja, wie das aussieht mit diesem Ektoplasma. Ich kann den Typen einfach dahin schweben lassen. Der arme Truthahn, der wird verfolgt die ganze Zeit. Wieder am Rennen ist. Ach, das ist so göttlich, Alter. Der rennt immer noch. Und der Geist. Brauchst du auf den Typen klicken, der wird nicht mehr glücklich. Ja, er ist verhext. Irgendwo ist hier das verkackte Wurmloch, Alter. Wo bist du eigentlich? Ganz oben. Ich kann gar nichts mehr sehen. Aber ich kann schweben. Ach nee. Boah, ich glaube, nach der Folge habe ich echt keinen Bock mehr, Alter. Erstmal. Lass ein anderes Mal weitermachen. Okay. Oh, haha. Was machen wir jetzt noch? Oh, das ist so unnötig. Ich kann auch die Hasen, oder? Hier kann ich auch, ja. Ey, wenn ich ein Hasenloch verhexe, dann kommen die da wieder raus, ne? Ja. Ach nee, das. Mit Karotten funktioniert's nicht. Das ist Mit schon. Karotten funktioniert was ganz anderes, if you know what I mean. Oh. Ey, ich habe hier so einen voll ekligen Frosch gefunden. Ich attackiere den jetzt. Der greift zurück an, ne? Ah, dieser dreckige Bastard. Hau Ich drauf, wusste Alter, nicht. solange du noch kannst. Ey, das sind jetzt schon drei geworden. Die ver. Was? Fünf? Was ist das Du denn? kannst Pinguin. es schaffen. Hä? Ich kann Flint einfach mitnehmen. Ey, ich bin gerade irgendwie auf so einem Friedhof oder so. Angel, ich bin gerade irgendwie auf einem Friedhof oder was? Was ist das denn, Alter? So ein Kokon. Was? Eine verkackte Spinne, Alter. Ja. Ich habe voll viele Seile gefunden. Cool. Ich finde dich gar nicht mehr. Sonst würde Ich ich bin locker ganz mal. oben, Junge, ganz oben bin ich. Ganz oben, was ist das denn für eine Aussage? Keine Ahnung, wo das ist oder wie. Ja. Ich verzaubere jetzt die Flö über die Blume und jetzt ist es eine böse Blume. Die Bienen versuchen gerade einen Hasen umzubringen. Das ist einfach zu episch. Du versuchst gerade so zu überleben und ich fliege hier einfach so rum. Irgendwie hab Spaß. So, wir haben jetzt 9 Tage mittlerweile hinter uns. Krass. Ey, ich hab hier gerade so einen Schweinemann gefunden. Den Schweinebärmann. Fuck, der greift mich an, aber ey, der brennt. Oh, Scheiße. Ich wette, wir können noch, bevor die Folge zu Ende ist, einpacken, weil du zusammengeschlagen wirst von irgendwem. Nein, nein, dieses Schweinmonster da brennt. Okay, nee, doch, der greift mich an, dieser Hurensohn. Ja. Ja, gut. Ich würde sagen, das war's mit dem Part, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier auch mit Facecam, auch wenn ich fast einschlafe und so. Aber, Ey, der tschüss. verfolgt mich immer noch. Bis zum nächsten Part gleich. Ich nehme das noch mit rein. Also, tschüss.